Hallo, hallo, willkommen bei Scrap Mechanic mit der reizenden Sialin. Mit ihrem kritischen Blick für das Wesentliche entgeht ihr nichts. Und natürlich mit eurem Sarok, der für sie alles passend macht, was nicht passt. Sialin, 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 Sarok, Sarok. Ah, da. Hallo. Ja, hier, hallo. Na du, Hübsche. Also nicht der Charakter. Ich wollte gerade sagen, ich finde, ja gut, die geht ja noch, der männliche ist viel schlimmer. Ja, der männliche ist ja Katastrophe. So, was haben wir heute, weißt du schon? Ja. Au, mein Auge. Au, mein Auge. Au, mein Auge. Hör doch auf. Du kannst ja nie die Klappe halten, natürlich weiß ich, was du gebaut hast. Ich habe es nur zum Glück noch nicht gesehen. Ich darf ja nicht hinter der Wand. Ja. Ich sehe was. Ich sehe was. Ey, hörst du? Ich sehe was. Jetzt komm, komm. Okay. Komm, kleines Wuffi. Komm, schneller ran. Ja! Oh, ein Auto. Ja. Hä, wieso steht hier ein Traktor? Ja, ich wollte halt so ein bisschen Dekoration hinstellen. Oh, und eine Kuh und Kakteen. Was ist das, Mexiko? Das ist so ein bisschen Mexiko. Und das ist der Hahn von Mexiko. Das ist der Hahn von Mexiko. Das ist aber gar nicht dein Hahn. Den hast gar nicht du gebaut. Nee, den habe ich nicht gebaut. Ich habe ihn nur ein bisschen umgebaut. Ja. Also. Genau. Was ist das hier? Das hier? Ah, ich weiß, was das ist. Du hast mir ja gesagt, was du gebaut hast. Ja. Dann ist das... Rodeo-Reiten. Ha. Ich will. Und wieso muss man ins Wasser fallen? Das sieht aus wie Wasser. Oh, das sollte nicht aussehen wie Wasser. Muss ich mich da jetzt einfach so draufstellen? Ja, stell dich mal einfach drauf. Hallo? Okay. Stimme ich richtig? Ja. Das ist ziemlich dick. Es geht los. Du musst jetzt versuchen, dich da drauf zu halten. Ich bin schon runtergefallen. Nochmal. Nochmal. Okay. So, wow, da geht's aber tief runter. Hier steht ja schief. Ja, es steht dann immer ein bisschen schief, aber das macht nichts. Okay. Oh. Wie soll man sich denn da halten? Das schaffst du schon. Das ist ja lustig. Haha. Uiuiui! Ja, läuft, fällt man ja runter. Ja. Wie lange geht das? So lange, bis man runterfällt. Unendlich eigentlich, ja. Mach du mal, ich will auch mal, mal zugucken. Ja, du musst hinten runterspringen. Hinten runterspringen? Hinter dir. Wieso muss ich da runterspringen? Ja, kommst du an die Knöpfe dran, oder? Ach so. Ah, welchen muss ich benutzen? Den blauen? Den blauen, der ist zum Starten da. Okay, dann stell dich mal drauf. Warte mal ganz kurz. Ich will irgendwie ein bisschen das Gefühl... dass das Spiel zu laut ist. Du hast Gefühle? Ja, ich habe Gefühle. So. Okay, mach mal. Nee, ich will doch von draußen zugucken. Oh, das war aber nicht lang. Nee, das hat mich voll weggekickt. Ja. Okay. Bist du bereit? Ja. Oh. Nein. Ist das immer noch so laut? Juhu. Okay. Du schaffst das. Ich schaff das. Oh, das ist aber schief. Ja, das ist ganz heftig. Da war ich ja besser. Was? Wie was? Jetzt will ich nochmal, jetzt zeige ich es dir. Wieso wackelt das? Das spinnt nur bei mir, okay. Los geht's. Ja, auf geht's. So. Jetzt zeige ich es dir. Jetzt aber. Oh weh. Los. Xarok! Ja! Sehr gut! Au. Und weiter! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du warst schon so unten! Scheiße! Das ist ja lustig. Ich geb's auf. Aber lustig. Ja. Kann man das irgendwie wieder auf neutral stellen? Nein, geht nicht. Nur wenn man es wieder neu hinstellt. Bei mir wackelt. Ja, lustig ist das Ding geworden. Mhm. Ja. Und die Kisten. Ja, das sind so Sitzkisten. So, die Kakteen sind ja geil. Gell? Ja. Auf diesem... Das Gelb sieht voll aus wie Sand. Ja. Und diese, das ist ja cool. Ja. Hast du die hochgeladen, die Kakteen? Nein. Lade deinen Kaktus hoch. Okay, ich lade meinen Kaktus hoch. Ja, das Rodeo-Reiten gibt's jetzt zum Downloaden. Jawohl. So. Oh, und dann ist noch ein Hahn und ein kleiner Jeep. Ja. Ach, das ist dein Der Gasgrill. Genau, den hast du auch noch nicht gesehen, gell? Doch, du hast ihn mir mal gezeigt. Ah, okay. Ach ja. Genau. Voll cool. Bling. Gibt's auch zum Downloaden. Und ein Souvenirstand. Ja. Oh, das leuchtet jetzt so schön mit den neuen Lampen. Cool. Stimmt, ja. Ziehen mal ein Stück noch. Okay. Okay, was als nächstes? Machen wir die Hüpfburg. Ja, Hüpfburg. Ja, Hüpfburg. Die sieht ja süß aus. Ja? Oh. Ist doch nett geworden. Oh, dieser Kasten an der Seite, geil. Ja, genau. Ja, da ist die Technik cool. drin. Von dem ganzen Ding hier. Ja, aber es schaut voll cool aus. Echt. Ja. Das ist ein Kasten.
So, und? Juhu! Boing! Ist boing, ja geil! Boing! Boing! Oh, das macht Spaß! Ich komm mal dazu. Hui! 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 Ist ja cool. Man muss gar nichts machen. Nö. Und hier tauchen Blumen auf. Hui! 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 Ja, wenn man läuft, dann... Ja. Hui! Juhu! Hui! Ist ja cool. Hui! Lustig! Ja, gell? Ja! Lustig! Ah, das witzig. Ist cool geworden. Man darf nur nicht unten drunter geraten. Das sollte eigentlich nicht passieren. Oh, ist die süß! Hui! Oh. Hui! Hui! Jetzt habe ich Lust auf Hüpfburg! Wo gibt's die nächste Hüpfburg? Mit dem Wetter wahrscheinlich nirgends. Alle Kinder runterschmeißen und hüpfen! Hui! 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 Oh, wie toll! Das könnte ich jetzt stundenlang machen. Oi. Yay! Juhu! Das war anstrengend. Ja. Juhu! Und noch eine Runde. Geh mal rein, ich will auch mal gucken. Das sieht echt cool aus. Hui! Hui! Und wenn's noch so von hier guckt, jetzt sieht's aus, als ob du hüpfst. Ja, das. Von weiter weg sieht's höher aus. Wenn man so drin ist, sieht es so niedrig aus. Aber es ist eigentlich schon recht hoch. Manchmal ja, fliegt man dann voll. Schau, ich habe jetzt die Perspektive so, dass man die Plattform nicht sieht. Ach so, ja, stimmt. Sieht aus, als ob du selber hüpfst. Ach so, ja. Wenn man stimmt. Die Dinger hinten nicht beachtet. Yeah, yay! Yeah. Oh. Kinderspaß. Lustig! Holt euch die Hüpfburg, das macht Spaß. Man muss zwar nichts machen, aber es macht trotzdem Spaß. Und da hüpft die Xelien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, was hast du noch? Ja, gibt's jetzt auch zum Donnern. Also die Hüpfburg kann man ja gar nicht mehr toppen. Ja, Topspin. Oh nee, kein Topspin. Doch, Topspin. Nein. Viele haben sich's gewünscht, ein Topspin. Nein, Topspin. Ich will nicht. Okay, ist ja gibt's nur der Charakter. Übrigens in zwei Versionen. Was? Ja, einmal automatische Version, sprich, man setzt sich rein und chillt. Oder die manuelle Version, da kann man dann selber Kreisel drehen und so. Okay, welche ist das jetzt? Das ist jetzt die automatische Version. Okay, sehr gut. Ja, genau. Dann setz dich mal rein. Sieht hübsch aus. Das ja. Gefällt mir mit den Lampen, die sich da oben drehen und hier an der Seite und die Farben und so. Ach, ja. Ja, ist gut geworden, gell? Ja. Was ist der rote Sitz zum Starten? Ja, das ist zum Starten, genau. Also entweder startet man draußen oder halt vom roten Sitz aus. Schau mal, die Hände. Was, die Hände? Ja. Ist ja geil! Ist ja geil! Warte mal, ich muss... Witzig! Also schau, ich mach nochmal weg. Da ist halt der... Wie nennt man das Ding? Bügel? Der Festhaltbügel, genau. Und das ist witzigerweise, also ist ich habe zwar extra so gemacht, dass es so ein bisschen passt, aber das passt so geil, die halten sich richtig so, so optisch fest. Wie cool. Ja. So, guck dann mal, geht's los. Die zittern voll, die haben voll Angst. Ja, hätte ich auch an denen ihre Stelle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Sarok hat das gebaut, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Jetzt geht's los. Nein, ich hasse Topspin. Ich muss dazu sagen, ich bin noch nie Topspin gefahren. Ich ehrlich gesagt glaube ich auch noch nicht. Nichts für mich ist dieses Kopf über und drehen und nee, ja. Das ist gar nichts für mich. Bäh. Es geht langsam los und dann wird es immer heftiger. Gott sei Dank muss ich das nicht machen. Ah, Bewegungen sehen gut aus. Ja, schade, dass es kein Wasser gibt. Dann würde ich jetzt hier so ein bisschen Wasser ja. Fliegen lassen. Wuhu! Yeah. Ja, so kenne ich das nämlich von der Wiesn da, also vom Oktoberfest. Da stehst du dann Kopf über, ja. Über diesem Wasserbecken und dann spritzt das so hoch. Ja. Yeah! Nur, dass die Wiesn im Oktober ist und es da meistens schweinekalt ist. Ja, das ist ein bisschen ungünstig, das stimmt. Jetzt kommt der zweite Modus. Also der zweite kommt danach. Das ist der heftige Modus. Da wird man durchgeschüttelt. Juhu, jetzt geht's ab. Oh, das Ding ist nicht schlecht. Yeah. Nicht gut. Wuhu. Yay. Und zurück. Achso, erstmal noch ein bisschen kippen. Aussicht genießen. Yay. Yeah. Warte mal, ich muss nur mal ranzoomen. Ja, leider ist man dann, sieht man immer den Sitz. Das ist ein bisschen ungünstiger. Das geht leider nicht. Ja, mir wird trotzdem schlecht. Weil die Kamera bleibt gerade. Ja. Die müsste sich mitdrehen. Dann wäre es ja, genau. Heftig. Die müsste sich so drehen, wie der Charakter ist. Ja. Das wäre eigentlich logisch. Bei Ego-Perspektiven. Ja, das stimmt. Cooles Ding. Yeah. Kommt aber nicht an die Hüpfburg ran.
Hüpfburg! 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 Ist gleich zu Ende. Glaube ich. Ja, genau. Ja, was machen wir eigentlich nächste Woche? Nächste Woche haben wir eine kleine Challenge. Die wird echt geil. Also Challenge? Ja, eine Challenge. Okay. Das wird lustig. Aber ich will noch nicht so viel zu verraten. Aber da könnt ihr gespannt sein. Also da habe ich noch nichts vorbereitet oder sowas. Und übernächste Woche gibt es dann wieder neue Attraktionen. Ach, wir bauen in der Folge oder was? Ja, also nein. Lasst euch überraschen. genau. Und übernächste Woche gibt es dann wieder neue Attraktionen. Also ich habe ja mir jetzt so vorgenommen, mal ein bisschen mehr so Attraktionen zu bauen. Juhu. Also ich habe vor, Teetassen zu bauen und Freefall wollte ich noch bauen. Juhu, ein Freefall. Breakdancer wollte ich einen neuen bauen, neuen Riesenrad und so. Also das wird dann so nach und nach ein paar Sachen kommen. Juhu, bitte aussteigen. Genau. Wo darf ich hinkotzen? Irgendwo hier ins Gras oder so. Bläh. Wo ist das Farbdings? Bläh. Ja, genau so. Oh, das war viel. Bläh, 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 bläh. Oh, da steht ja noch deine Kutsche. Ja. Wo ist die Hüpfburg? Wo ist die Hüpfburg? Hab ich hier so gut hingepasst. Hüpfburg. Und das Schöne ist, die Map wird es auch als Download geben. Könnt ihr unten in der Beschreibung gucken, wo es die gibt. Oder einfach unter www.xhauch.de. Da könnt ihr die Map runterladen. Dann könnt ihr das auch hier so haben, wie es jetzt hier so steht. Und die neuen Attraktionen, die werden dann hier hinzugefügt. Also sprich, es wird wieder mal so ein kleiner Attraktionspark. Und genau, und dann könnt ihr da... Ja, mach mal dein Häufchen da weg. Ja, dann könnt ihr dann die schöne Zeit hier genießen, ein bisschen spielen. Dann müsst ihr das nicht hinstellen. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn euch die Attraktionen gefallen, dass ihr sie bei Steam bewertet, wie immer. Oh ja. Dann würde ich mich sehr freuen, damit die Welt diese Attraktionen hier sehen. Komm hüpfen. Ja, ich komme hüpfen. Juhu. Ach, weißt du, was wir noch machen könnten? Was denn? Grüßen? Grüßen könnten ja, wir, ja, ich will anfangen. Ja? Ich will den Nathanael Walch grüßen. Nathanael im Wald? Nein, Nathanael Walch. Nathanael ich Wald? Ach, du sollst ihn sowieso nicht grüßen, ich grüße ihn. Ja. Hallo Nathanael. Und dann noch den Philipp Albrecht und die Dr. Eisenbart Schule in Oberviechtach. Und den Let's Play Noob Fan. Oh, wow. Ist das bei dir auf deinem Kanal jetzt, oder? Was? Die Grußwünsche, oder ja. Was? Oh, das ist ja schön. Haben die 30 von mir gewünscht. Könnt ihr mal bei ihr vorbeischauen, Xialin. Und die hat da auch schon so ein paar Videos, die es dann so gibt. Und manchmal auch in Doppelscreen und so. Ganz nett und so. Ja, da gibt es dann manche Scrap-Mechanic-Videos aus meiner Sicht. Genau, also das könnt ihr auf jeden Fall machen. Das ist eigentlich ganz nett. Ja, genau. Können wir mal gucken. Geburtstag hat am Freitag, den 13. Oh, das ist Freitag der 13. Hat niemand Geburtstag? Nee, da hat keiner Geburtstag. Aber so ein Glück. Ja, gestern hat jemand Geburtstag, aber da müssten wir, glaube ich, vom E folgen. Genau, dann passt das. So, dann grüßen wir, da hat sich ein bisschen was eingesammelt. Also, lieber Marlon Huber, einmal hallo, hallo. Dann haben wir den Root Baker, dann den Georgios. Dann den Fritte 3D, der macht. Was so, ist ein 3D-Fritte? Ja, der hat so einen 3D-Drucker und der druckt nur Pommes. Ja. Aber die kann man ja nicht essen. Nein, kann man nicht essen. Schade. Dann haben wir die Jessica Engelbert, dann Lele 18, Kani Hordel, dann die Paula Klein, den Luke Technik, dann haben wir den Fabian Chaos und der liebe Kohlin will, dass ich seine Schule grüße, die 4A Nordrheiner. Da steht Norderney. Norderney. Heißt die Schule Norderney oder ist der Norderney ist eigentlich. Ist Norderney ist es nicht. Das ist irgendwo ganz oben an der Ostsee oder Nordsee. Ich kann die zwei nicht unterscheiden. Und ja. Wahrscheinlich ist das so eine kleine Insel. Wahrscheinlich gibt es da nur eine Schule. Boah, keine geil. Ahnung. Du musst ja ein geiles Leben haben. So, dann haben wir den Leon C. ja, genau. So, dann haben wir Lane HD. Kami HD haben wir jetzt zweimal. Hoppla, haben wir zweimal hingestellt. Doppelgruß! Doppelgruß für Kami HD! Dann haben wir Lunix 429, Nevio, Veskilla, dann Chaos Magic, nochmal Fritte 3D. Gibt's ja nicht. Das sind halt viele Fritten. Ja, das sind viele Fritten. Vielleicht ist ja ein anderer Fritte. Vielleicht ist oder eine Kette. So wie McDonald's oder so. Zocker FT,
Dominik Müller, Rookie Bauer, dann haben wir Minecraft Zocker. So, dann haben wir, wo fange ich denn an? Fange ich hiermit an? Zocker LP. Ich sollte ihn besoffen grüßen. Dann haben wir Luca, dann haben wir Timur! Tim Abitus! So, ich bin geschrien. Boomrocker, Luca Trinche, was? Trinchera. Ich denke mal, dass man so ausspricht. Dann haben wir den Löwenboss. Oha! Und dann den Nixio. So, und dann haben wir noch zwei besondere, auch wie so besoffen und so. Dann haben wir einmal den. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber ich versuch's einfach mal. Zins und Gerlach. So, ich hoffe, das hat gepasst. Ich sollte den Zirkus Lustig grüßen. Zirkus Lustig? Ja. Ja, war nicht schlecht. War okay, oder? Und dann haben wir einmal, ich weiß nicht, ob das dein Freund ist oder ob das dein Name ist, den ich grüßen soll. Ich weiß es nicht. Ich soll auf jeden Fall ihn so grüßen. Durch ja, Loi Mythos in. So, ich sollte den durchgeknallt grüßen. Habe ich gemacht? Definitiv. So, da haben wir alle. Wo ist mein Stift? Mein lieber Stift. Hast du die zwei gegrüßt? Oh nein. Momo, EC und Niklas. Entschuldigung. Und dann wunderst du dich, wenn die Leute sagen, du hast vergessen, sie zu grüßen. Ja, stimmt. Ja, nur meistens streiche ich ja währenddessen durch. Aber ich wollte mich konzentrieren und streichen und sprechen ist ein bisschen schwierig. Das kann ich nicht. So, mein Magen ist durchgeschüttelt. Ich gehe nochmal. Ich gehe nochmal Rodeo reiten. Ich will nochmal ausprobieren. So. Juhu. Wahnsinn. Hilfst du mir? Ich helfe dir. Guck mal, bei mir zappelt das Ding immer noch durch die Gegend. Oh, ich hüpfe weiter. Guck mal. Es hört gar nicht auf. Das ist jetzt so verinnerlicht, dass es gar nicht aufhört. Oh, mein Ding, das Ding spackt voll rum. Ey, oh. Geht. Ich kann den Knopf nicht drücken. Drück mal bitte, damit es aufhört, hier rumzuspacken. Ich versuch's ja. Ich glaube, ich habe gedrückt. Ah, du hast gedrückt, ja. Oh, oh. Oh, oh, diese Plattform ist aber auch sehr klein. Vor allem mit der Sicht, man sieht ja gar nicht. Ja, ein Pferd ist auch klein oder so. Wenn ich Ego-Sicht mache, dann sehe ich gar nichts. Und wenn ich so mache, dann wechselt aber die Sicht. Es gibt halt noch die Möglichkeit mit dem Sitz. Ja, aber dann fällt man ja nicht runter. Nee, da fällt man nicht runter. Das wäre ja geschummelt. Oh, schau mal, ich bin gut. Wow, ja, jetzt hast du mich runtergeschmissen. Mir wird schlecht. Dann hör halt auf zu hüpfen. Das geht nicht. Oh doch, das geht. Ich hätte einfach nicht mehr drücken müssen. Lustig, lustig. Also wenn man nicht stoppt, da kommt man echt nicht drauf, ne? Nee, irgendwie nicht. Ich fall runter, oh Gott. Ah, ich will nicht in das Loch fallen. Nein, Angst. Rodeo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, du stehst schon sehr kritisch. Oh, oh. Ja. Oh, oh. Go. Du müsst mal eigentlich eine Stoppuhr hernehmen. Das wäre eigentlich mal was. Warte. Nein, ich bin runtergefallen. Okay, ich, stoppe mal. Uhr. 17 Minuten schon, das kann nicht stimmen. Doch, ich habe 17 Minuten geschafft. Wer ja, schafft mehr? Das wäre was. So, warte, ich versuche es ein bisschen gerade hinzustellen. Ja, so ist vielleicht nicht schlecht. Bei mir bei dir sieht nicht. Das ein bisschen anders aus, aber gut, warte. Hast du gestoppt? Ja. Gut, so, warte. Ja. Das Doofe ist, dass es bei mir schon so rumspackt, da rutsche ich. Na egal, starte einfach mal. Okay, ich starte. Ich habe das Gefühl, man kann eh nicht viel machen, außer am besten nur stehen bleiben und viel Glück haben. Ja, man rutscht immer ein bisschen, also man muss schon ein bisschen korrigieren. Ja, aber dadurch, dass es bei mir so rumspackt, habe ich keine Ahnung, stimmt, wo ich wirklich stehe. Das geht ja bei dir gar nicht, stimmt. 12, nee, 14 Sekunden. Okay, jetzt du, warte. Okay, fest. Steigen Sie auf. Okay, warte. Soll ich mal stoppen? Ja, kannst machen. Gib mal her. Die Stoppuhr. So, zurücksetzen und starten. Du schaffst das. Go, go, go. 14 Sekunden muss ich schaffen. 7. Oh, 8. Oh. Du schaffst das. Oh, das geht aber bei mir gerade ganz schön ab.
Wow! 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 17. Yeah! Ich will auch nochmal. Das macht schon Spaß. Jetzt Ehrgeiz und so. Oh, ich hab gar nicht gestoppt. Ich muss mal stoppen. Okay. So. Wenn ich so rumspacken würde. Scheiße. Das ist blöd so. Bei dir, ja. Starten Sie. Und start. Ich fühle mich schon am Boden. Ah, nein, ich will nicht. Halt durch. Ja. 10 Sekunden. Komm schon. Nein. Ah, ich bin runtergefallen. Ja, 15 Sekunden. Naja, 14. Wieder nur 14. Ich will nochmal. Nochmal, okay. Ja. Let's go. Hey, jetzt hat's aufgehört zu spacken. Oh, das ist gut. Vielleicht ist das ja jetzt... Es hat sich entspackt. Entspack dich. Ich bin beim Entspacken. So. Ich schaff das! Oh mein Gott! Sekunden. Oh mein Gott! Nein, ich will nicht! 10 Sekunden! Ja. Komm schon! Ah, nein! 14! Oh, ich steh noch auf! Ah, oh. 16 Sekunden! Aber gegen dieses Runterschmeißen kann man gar nichts tun! Noch einmal! Ehrgeiz! Wie viel hattest du? 17, 18? 17, glaube ich, waren's. Ja, 17, genau. Okay, bereit? Auf die Platte! Fertig! Los! Rodeo! Ah! Oh, der war schlecht. Zwei der Sekunden. Zählt nicht. Oh Gott, so lang. Wir können ja addieren. Genau. Insgesamt. Ich teile euch dann morgen mit. Insgesamt waren es 3 Stunden und 45 Minuten. Ja, genau. Und? Okay, go. Los. Es spuckt mich gleich aus. Es mag mich nicht. Nein. Oh, das ist aber gerade schräg bei dir hier. Ich geh hoch. Na ja, 11 Sekunden. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr gucken. Drauf? Oh. Jetzt nicht mehr. 16, ja, 17 fast. 16,88. Bei mir hing sie eigentlich die ganze Zeit nur in der Luft. Sie hat die ganze Zeit die Arme so ausgebreitet. Oh. Willst du auch nochmal? Ich will auch nochmal. mir ist sogar schwindelig. Hui. Okay, Moment. Achso, fährt es? Nee, es spackt bei mir nur schon wieder. Okay. So, und? Warte, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Es fährt, es rollt, es rutscht, es wackelt. Oh. Es war nicht lang. Okay, nochmal, warte. Oh. Das war jetzt aber langweilig, ne? Es bewegt sich noch. Es bewegt sich? Okay, Moment. So. So. Sind Sie bereit? Ja, das waren jetzt auch 5 Sekunden. Verdammt! Auf! Ich dachte, man kommt gar nicht hoch, wenn es sich bewegt. Ich bin draufgesessen. Ja, siehst du? Es ging. Auf die Plätze! Fertig! Los! Scheiße. Das zählt! Wenn es sich nicht bewegt, kann ich ja nichts für. Auf die Plätze! Fertig! Los! Du schaffst das! Jawoll! Yeah! Komm schon! Du schaffst das! Komm schon! Du schaffst das! Ich setze mich, vielleicht geht das ja. Vielleicht ist das mal eine Idee. Duck dich. Dann verlagere ich das Gewicht ein bisschen anders. Genau, drück deinen fetten Po auf den Boden. Dummelbeinchen. Oh! Was ist das? Oh, 18. Das waren fast 19 Sekunden. Ah. Okay, ich habe genug. Ich habe schon Muskelkater. Oh je. Du Armer. Ah, sehr gut. Das war nett heute. Ja, hat Spaß gemacht. Ja. So. Ja, dein Topspin ist auch echt cool. Ja. Da kann man halt nicht viel machen, ne? Nee, das nicht, aber darum geht's ja nicht unbedingt. Ja. Ich finde, es wirkt authentisch und echt. Ja, sieht gut aus. Das gefällt mir. Ja. Ja, also, vielen, vielen Dank, meine Freunde. War mir eine Freude. Schaltet. Ich glaube, du hast es schön dekoriert hier so. Ja. Und vor allem, ist die Map schon hochgeladen? Ich wollte Nein, die ist noch nicht hochgeladen. Achso. Ich wollte mir einen Kaktus klauen. Ich kann dir auch schnell eins bauen, wenn du willst. Das geht auch. Ist nicht schwer, schon. Schau mal, man braucht bloß hier die Ecke abmachen. Dann ja, genau. So. Lass ihn da einfach so stehen, passt schon. Ja, aber ich will ihn mir speichern. Ach so, ja, stimmt. Dann ist halt ein Kaktus weniger. Kaktus. So, hoch. Safe. Speichere ihn dir auch mal schnell, bitte. Ja, ist eigentlich eine Idee. Dann mache ich ihn wieder dran. So. Was war denn das? Betrug, oder? Kaktus. So sieht das aus wie eine schlechte Gabel. Nein, das ist eindeutig. Dann musst du halt noch so ein kleines... gelbes Ding. Was hast du denn hier schon wieder hingebaut? Achso, das ist ein Felsen, der war da schon. Ja, der ist da. Zu. Wo ist mein Schweißergerät? Hey! Achso. So. Ja, aber der steht ja jetzt gar nicht fest. Das stimmt. Dann schweiß mal an. Mach ich auch.
Eigentlich stehen die alle auf Bearings. Echt? Ja, damit die schief stehen. Ach so. Aber es steht halt einer gerade, sehr wurscht. Okay, so. So. Hey, da war doch. Ach so, weil ich den Block gebaut habe. Ja. War eine coole Idee. So. Ja. Sieht, hast du schon mal den Felsen hier hinten gesehen? Was? Nee. Hm? Was ist das denn? Sehr süß. So wie sie manchmal in der Wüste auch stehen. Ja. Wo man denkt, wie kann wieso, das stehen? Wieso steht da eigentlich eine Kuh? Ist das eine Wüstenkuh? Ja, das ist halt. Das, ist halt das lebendige Version von dem, was da oben steht. Ach so, die Rodeo-Kuh. Hey, bei der schaffe ich es drauf zu bleiben. Ja, das glaube ich. Stell dich mal drauf. Wieso? Kann sich bewegen, die Kuh? Ja, ja, schon, aber wieso so heftig? Ist doch sonst immer voll lahm. Hä, wieso bewegt sie sich nicht mehr? Ach so, dann spackt es bei mir nur wieder. Bei mir bewegt sie sich nämlich extremst. Was machst du denn da? Ach so. Geht nicht mehr. Ist kaputt. Oh. Obwohl, ich weiß wieso. Weil er beide Sensoren aktiviert. Weil er den Boden sieht. Weil er schief steht. Ja. Klatsch ihm mal auf den Arsch. Okay. Meinst du, der geht dann ab? Ja, wenn du sie gerade schiebst. Bäm! Oh. Das ist Rodeo. Bäm! Ah, ich hab's nicht geschafft. Oh, oh. Oh. Ich glaube, die mag das nicht. Stell sie mal wieder hin. Zenzi mag das nicht. Das müssen wir respektieren. Würde jetzt Traktor fahren, aber nein. Nein, der steht da so schön. Laden. So, ja. Juhu, schöne Map. Ah, ich bin gespannt, echt, was hier noch so hinkommt. Ja, da wird noch ganz viel entstehen. Man könnte in der Mitte dann den Freefall hinmachen oder so. Ja, oh, Hüpfburg. Oh, Hüpfburg. Hüpfburg, hey, Hüpfburg. Oder kommen ja Düsen aus den Spitzen. Ja, das ist zum Runterdrücken. Ah, die drücken aber das drauf. Kommt da oben raus, lustig. Die Düsen sind nämlich hier in der Seite drin. Aha. Und die bewegen die Plattform hoch und runter. Ja. Juhu. Das ist nämlich voll geil, dass hier in dem Turm die Düsen drin versteckt sind. Das ist wirklich auf einen Millimeter genau alles reingepasst hat, finde ich so cool. Guck mal, wie hoch ich hüpfen kann. Juhu! Juhu! Yeah. Ja, ist schon nicht schlecht. Juhu! 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 Ich kann auch hüpfen! Juhu! Gar nichts kannst du! Boah. Ja, im Übrigen, wenn ihr auf die Map spawnt, wenn ihr euch die Map holen solltet, spawnt ihr hier hinten bei diesem komischen Felsklotz. Ja, mach den nochmal weg. Na, der bleibt hier stehen. Weil wir jetzt auch hier hingehen und hier offline gehen. Ach so. Damit, wenn wir das nächste Mal drauf gehen, dass du nicht plötzlich vom Freefall stehst. Oh, genau. Du bist so intelligent. Ja, manchmal. Oh. Manchmal habe ich es echt drauf. So. Manchmal. Betonung liegt auf manchmal. Genau. So, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Es war echt ein Spaß heute. Ja. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Juhu! Ich stopfe. Ich freue mich wirklich. Okay, Mann, ich freue mich drauf. Das ist übernächste Woche. Ja, übernächste Woche ist der Park und nächste Woche ist die Challenge. Ja, genau. Ja. Da freue ich mich auch drauf. Ja. Ich weiß zwar noch nicht, was wir challengen, aber ich bin gespannt. Ja. Ich bin genauso gespannt wie die Zuschauer. Ja, ich auch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sagen ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.